Senora Palacios, Oscar Ramos von der Immobilienagentur. Hohe Decken, gute Ausrichtung. Sie pflichten mir doch sicher bei, dass Sie nichts Besseres finden werden zu diesem Preis. Ich weiß, es ist ein Sonderpreis. Hinsichtlich der Unannehmlichkeit. Mit der einzigen Einschränkung, dass die Immobilie erst dann vollständig in den Besitz der Käuferin übergeht, wenn der Tod der Verkäuferin eintritt. Meine Wenigkeit. Du kaufst eine Wohnung, um darauf zu warten, dass die Eigentümerin stirbt? Ist daran etwas falsch? Nicht das Warten, es sich zu wünschen. Mein Opa ist 87 geworden. Ja, aber er hat sicher auch nicht wie ein Schornstein gequalmt, wie ein Kosake gesoffen und auch keine zwei Beipässe gehabt. Ich trinke kein Alkohol. Ich höre auch damit auf. Du hast Marihuana auf meiner Terrasse? Die Grundsteuer für die Wohnung. Bezahl sie selbst, du wohnst doch dort. Ist Weihnachten nicht die Zeit für Geschenke? Du verkaufst auch Lebensversicherung, kriegst du da keinen Rabatt. Was willst du eigentlich? Alles kritisieren, was ich tue und lasse? Ich sage die Wahrheit, nichts weiter. Innerhalb welcher Zeit käme dir mein Ableben gelegen? 2 Jahre. Könnte ich von vorn anfangen, würde ich dieselben Fehler nicht nochmal machen. Das waren nicht wenige. Aber ich habe auch viel gelacht. Ich weiß nicht worüber, aber es war besser als zu weinen. Ihr, die ihr noch hier seid, hört auf mich und genießt die Zeit, die euch bleibt. Also wirklich, Mädchen, ein bisschen mehr Gefühl hättest du da schon reinlegen können. Du, hattest du nie Angst vorm Alleinsein? Frohe Weihnachten, Sarah. Ich hasse Weihnachten. Wir sind Thelma und Luis. Entscheide dich, was du willst und dann mach es. Du bist total verrückt. Ich bin am Leben. Oh, der hat aber rein. Oh, ich habe so lange nichts mehr geraucht. Ich bin nicht mehr... Das Zeug ist ganz schön heftig.